Im Salzbachkanal finden wir mehrere Abzweigungen zu den beiden parallel verlaufenden Mischwasserkanälen. Die Kanäle, in denen unser Abwasser gemischt mit Regenwasser abgeleitet wird. Dieses System hat den Vorteil, dass es kostengünstiger ist, da man nur einen statt zwei Kanäle in der Straße bauen muss, der bei Regen automatisch durchgespült wird. Das ersetzt natürlich nicht die routinemäßige Reinigung, die wir mit einem Spülwagen durchführen. Außerdem wird jeder Kanal innerhalb von 15 Jahren mindestens einmal kontrolliert. Die meisten mit einem TV-Roboter, der diese Videos aufnimmt. Der TV-Roboter wiegt in etwa 3,5 Kilogramm und besitzt einen schwenkbaren Kamerakopf mit High-Power-LEDs. Seine Reifen sind je nach Untergrund austauschbar und sein Rumpf höhenverstellbar. Sein Stromkabel erlaubt ihm außerdem eine Reichweite von bis zu 500 Metern. Wenn es in Wiesbaden stark regnet, steigt das Wasser sprunghaft an. Damit es nicht zu Überschwemmungen kommt und das Wasser über die Gullideckel auf die Straße fließt, benötigen wir Regenentlastungsanlagen. Die einfachste Ausführung ist der Regenüberlauf. Hier wird ein Teil des Wassers in ein Gewässer abgeleitet, in diesem Fall den Salzbach. Er fließt am Klärwerk vorbei und mündet in den Rhein. Der Mischwasserkanal liegt hinter einer Schwelle. Das Mischwasser wird durch den Regen extrem verdünnt. Es tritt nun über die Schwelle über und fließt das Gefälle entlang, bis es schließlich im Salzbachkanal mündet und der Mischwasserkanal entlastet wurde. Neben dem Regenüberlauf gibt es allerdings noch weitere, komplexere Regenentlastungsanlagen. In Wiesbaden gibt es 22 Regenüberlaufbecken. Außerdem gibt es 8 Kanalstauräume und 6 Regenrückhaltebecken. In diesen Becken wird das Abwasser aufgestaut und über eine Drosselvorrichtung an die Kanalisation abgegeben. Insgesamt können diese Regenentlastungsanlagen 100.000 Kubikmeter Wasser zurückhalten, was in etwa 40 olympischen Schwimmbädern entspricht. Damit sind wir am Ende unserer dreiteiligen Videoserie über den Salzbachkanal angelangt. Wir bedanken uns bei allen, die uns bei der Verwirklichung dieses Films geholfen haben.